Hallo und willkommen zu einem Unboxing, denn ich habe Post bekommen. Ich weiß, hier sind Transformers drin und die packen wir jetzt zusammen aus. Hier drin sind Transformers von einem Kleinanzeigendeal. Ich habe dafür 42 Euro bezahlt mit Versand. Sind mehrere Transformer, ja, und es sind indirekt G1 Transformer, aber auch nicht, weil es sind Versionen von Transformers Figuren. Ja, wie kann man es erklären? Es sind Variationen, also im Endeffekt eine Variation und eine Wiederauflage. Und zwar handelt es sich darum, und auch ich spoilere jetzt einfach mal das Ganze, es handelt sich um die Combaticons. Die Combaticons sind die Brigade von Starscream, kann man sagen, die sich in Bruticus verwandeln konnten. Also 5 Transformers-Figuren, richtig kultig, auch gerade die G-Bon aus den Folgen sind richtig genial. Sind einfach kultige Figuren. Interessanterweise sind sie in einer Serie von 2000, die nennt sich Robots in Disguise, einer Zeichentrickserie auch, die in Japan produziert wurde, aber auch in Amerika ausgestrahlt, sind sie nochmal aufgetaucht als Charaktere, aber wurden umbenannt komplett. Und ja, ich habe zum Beispiel ein paar davon. Hier zum Beispiel habe ich Rulebot, das ist der ehemalige Swindle, das ist jetzt in der Box die Figur. Und ihr seht hier hinten auch die anderen Charaktere, die sich zusammen nicht in Bruticus, sondern in Ruination verwandeln können. Sie sehen auch anders aus, sind anders koloriert. Hier sind jetzt nicht alle Waffen rangesteckt, wie ich so sehe. Und ja, ich fand die ganz witzig. Sie sind auch ein bisschen anders bedruckt. Sie sind wirklich bedruckt und nicht so viel beklebt mit Stickern. Ihr seht ja auch, hier sind gar keine Sticker. Hier ist eine Anleitung unten drin. Und das war's. Sie sind ein klein wenig verändert gegenüber den Originalen, interessanterweise. Darauf komme ich auch noch mal etwas später. Naja, und ich hatte jetzt bei Kleinanzeigen gesehen, dass da einer die gesamten verkauft, bis auf eine Figur. Die eine Figur, die habe ich sogar lose. Die habe ich hier unten noch stehen. Das kommt am Ende hinzu. Naja, und wie gesagt, ich dachte mir, ja, schaden kann es nicht. Eben G1, ja, gefallen mir immer. Vor allen Dingen, was mich reizte, war auch besonders Muvor, also warte mal, Vortex, Swindle. Ich komme gerade nicht auf seinen G-Bon-Namen, aber egal. Er hat ein ähnliches Farbdesign wie die japanische Version auch von Astro Train. Da gibt es nämlich auch eine weiß-schwarze Version. Habe ich auch eine Version von, zeige ich euch irgendwann nochmal. Und ja, deswegen wollte ich diese auch unbedingt haben, und wo sich jetzt die Gelegenheit zufällig ergeben hat, eigentlich recht günstig von einem, der auch Transformers-Figuren verkauft hat bei Kleinanzeigen, die mitzunehmen. Der Preis, ich finde ihn okay für dieses ganze Set, sondern sah nach dem Foto auch in sehr gutem Zustand aus. So ein Messer brauchen wir hoffentlich nicht mehr, sonst muss ich da wieder rüber lang. Und ja, ich denke mal, dass sie ganz gut sind ausgepackt, sind lose, sind keine Anleitung dabei, also mehr gab es da eigentlich auch gar nicht, aber sollen komplett vollständig sein. Und dann schauen wir uns das einfach mal an. Das Einzige, was ich gebeten habe, ist, da ist nichts drin, das ist nur Verpackungsmaterial. Das Einzige, was ich gebeten habe, ist, die Waffen in eine Extratüte zu packen, weil ich das schon erlebt habe, dass dann die Waffe in der Hand war und dadurch abgebrochen. Dann hast du den Griff in der Hand und das macht nicht Spaß. Deswegen habe ich das einfach gebeten, und mal sehen, ob sich dran gehalten wird. Aber wie es aussieht, sind hier alle Waffen drin in einem Umschlag, und ihr könnt sehen, alle super verpackt. Also, Waffen kommen als letztes. Schauen wir uns doch mal die Figuren richtig an. Okay, hier haben wir den ersten. Schon witzig. Aufgemalt, bitte da aufschneiden. Okay, ich brauche das Messer dann doch wieder. Schon witzig, jedes Mal so ein Aufschneiden-Symbol gemacht. Okay, machen wir das mal. Halten wir uns an diese Anleitung. So.
Und hier haben wir ihn schon. Das ist Ruler. Das einmal wegschmeißen. Der Jeep. Richtig cool. Richtiger G1 Jeep. Und er ist eben halt bedruckt. Hier ist eben halt das Logo drauf bedruckt. Waffen fehlen noch. Aber wir wollen uns die erstmal auspacken und dann schauen wir sie euch genauer an. So. Hier auch wieder aufschneiden. Ich finde das witzig. Da hat einer sich echt Mühe gegeben, eine richtige Linie zu machen und hier aufschneiden. Hier ist die Waffe von Octane. Mega Octane, wie er hier heißt. Und ich habe jetzt mir den. Ich hatte Notizzettel extra geschrieben, wo ich die Namen nochmal drauf komme, aber egal, ich habe jetzt dieses Notizzettel, das funktioniert dann also auch. Auch richtig cool. Ein bisschen anders farbig, das ist ein bisschen bunter. Aber es war so typisch. Die Japaner haben eben halt alles so ein bisschen bunter gerne gemacht. So, ich nehme mal die Figuren hier einfach so raus, dann geht es etwas schneller. So, 1, 2, 3. Drei sollten das sein. Einer, wie gesagt, fehlte. Hier ist mehr, ist da nicht drin. Also Paket kann weg. So, und genau, wir schauen uns die an, aber ich nehme schon mal hoch. Der war nicht dabei und das ist einer, den ich hatte. Armor Hide, der Panzer. So, das ist beides ja von mir. Der Rest, ja, wollen wir mal sehen. Fangen wir an mit Mega Octane, weil wir die Kanone hatten. Hier auch, wie ihr seht, zum Aufschneiden. Also halten wir uns da dran. Hier schneiden wir das Tesafilm. Naja, brauchen wir nicht. Das löst sich so. Aus. Octane. Auch richtig cool. Ich mag es. So, weg damit. Der ist jetzt zusammengebaut. Auch richtig gut. Ist halt bedruckt, hat keine Sticker. Hier oben das Decepticon-Logo. Und so ein bisschen Camouflage-Look. Also richtig klasse. Richtig klasse. Interessanterweise, man kann den auch als Base verwandeln. Das wusste ich als Kind nicht. Es gab eine Rampe dazu. Und dass man die sozusagen hier so ein bisschen seitlich macht. Und kann man hier so eine Rampe machen. Und was ich auch nicht wusste, hier ist im Japanischen eine Abschussvorrichtung, dass man hier so ein Spannen und dann kann man die Autos wegschießen, dass sie ein bisschen mit Geschwindigkeit wegfahren. Nicht schlecht. So, und dann hier kommt diese Kanone. Oben drauf gedrückt. So. Und dann kann man, sie machen, ja gut, so gehört das jetzt nicht. Machen wir mal wieder als Auto, wie es sich gehört. Er ist ein bisschen locker, also was heißt locker, er ist bespielt worden garantiert. So ist er dann. Und hier kann dann ein Fahrzeug draufstehen. Hier könnte ich jetzt zum Beispiel den Panzer draufstellen. Okay, der steht natürlich nicht so gut wegen der Welle. Da ist wahrscheinlich der dann besser, auch, obwohl auch nicht wirklich. Egal. So, rüber. Und Mega Octane. So, wollen wir... Da, das ist die empfindlichere Figur. Auch bei G1. Deswegen machen wir die mal ganz vorsichtig als erstes auf. Auch hier wieder aufschneiden. Also halten wir uns dran. Ein bisschen aufschneiden. Na, das hat nicht geklappt. Also muss man nochmal probieren. Finde ich so süß. Hier auch sehr gut verpackt, möchte ich auch betonen. Weil der Rotor, wie er hier heißt, Vortex, ist einfach die empfindlichste Figur aus der ganzen Reihe, auch bei den G1 schon. Nicht nur wegen dem Rotor, dem Hubschrauberrotor, das ist wirklich großartig eingepackt. Man hat richtig darauf geachtet, dass da nichts kaputt geht. Ihr seht, oben mit Tesafilm, Papiertuch eingewickelt, der Rotor. Da merkt man, das ist aus Sammlerhänden. Hier seht ihr, so, das kann auch weg. Hochgeklappt. Und da haben wir den Hubschrauber. Das sieht richtig klasse aus. Also ich finde ihn richtig toll. Richtig klasse. Also richtig toll. Richtig klasse. Auch stabil. Wie gesagt, sind bedruckt, keine Sticker. Jetzt kommt natürlich noch das Zubehör später dazu. Das werden wir auch sortieren. Hier das letzte Fahrzeug. Move 4, also es ist wie Bewegung vorwärts.
Und auf diese habe ich auch wirklich gewartet. Gut, ich habe es jetzt nicht aufgeschnitten, gebe ich zu, habe es vergessen eben gerade in der Sekunde. Und der ist auch nicht komplett weiß, wie er aussah. Also irgendwie, na, sieht hier so richtig schön komplett weiß aus. Das ist er nicht. Er ist hier verfärbt. Und ich bin mir nicht so sicher, ob das nicht eine Sonnenverfärbung ist. Das sieht ein bisschen merkwürdig aus. Aber das kann ich jetzt nicht beurteilen. Da müsste ich mal einen Vergleich haben, weil es sieht schon so aus, ob hier was übergelaufen ist mit der Verfärbung. Das kann man so sehen. Aber er sieht richtig klasse aus. Richtig klasse. Und ich mag die Figur besonders gerne. Ja, es könnte sein, dass sich das verfärbt hat. Das ist leider ein Zeichen der Zeit mit Verfärbung. Das heißt, der wird bei mir irgendwann dann nochmal ausgetauscht gegen einen richtig schönen weißen. Aber ansonsten, ich finde die Figur richtig klasse. Und da haben wir jetzt das Set zusammen. Jetzt brauche ich das Messerchen nur noch, wirklich nur noch einmal, indem ich hier aufschneide. Hier ist mal nichts drauf gemalt, wo man aufschneidet. Schon lustig. Und jetzt haben wir hier das gesamte Zubehör. Genau, Umschlag kann weg. Und ihr seht, hier sind zwei Arten. Einerseits ist hier der Kopf und der Brustpanzer von Ruination. Hier ist leider kein Decepticon-Logo drauf. Das wäre richtig geil dann noch. Er ist auch ein bisschen anders bemalt. Bruticus ist sehr einfach gehalten, einfach nur grau. Hier haben wir auch die Fußplatten von Bruticus. Legen wir mal hin. Interessanterweise steht da immer ein L und ein R. Das heißt rechte Seite, linke Seite. Brustpanzer, Köpfchen und zwei Fäuste. Und auch hier, ich zeige es mal auf der, ja, so passiert das, fällt auch runter, aber ist ganz gut, ich zeige euch das. Da steht links und rechts drauf. Gut, also rechts und links die Fäuste. So, und dann haben wir das Zubehör hier, das müssen wir natürlich sortieren. Hier haben wir eine Brustplatte von Octane, Mega Octane. Octane ist eigentlich ein Charaktername, der bei dem Triple Changer benutzt wurde. Aber egal, hier passt das auch nicht schlecht. Die Rampe, die zu ihm gehört. Und was ich gesehen habe, einige haben ihn als Schild auch verwendet. Hier ist so ein Nipsel unter, dass man kann es wohl als Schild auch anstecken. Nicht schlecht. Ich lege es mal jetzt hier hin. Und jetzt haben wir hier die verschiedenen Waffen. Die beiden Kanonen von, ich zeige es mal kurz, von Ruba. Das Interessante ist, das ist eine Handfeuerwaffe und die kann man hier an die Seite ranstecken, die Handfeuerwaffe. Also kombinieren und dann kommt Rubas Waffe hier oben drauf. So. Sieht richtig cool aus. Bei Octane, und das ist eine Neuerung, auch die mir aufgefallen ist, die nicht die G1s haben. Man kann diese Pistole die jetzt auch hier oben mit drauf stecken. Auf diese Kanone. Das ging bei den G1 nicht. Ich kann euch das zeigen anhand von Armor Height, denn ich habe auch meinen G1 Brawl hier. Hier ist die Pistole oben rauf geklebt, nicht geklebt, gepackt, da oben. Da ist ein Loch, ein kleines Nipselloch, da ist sie reingesteckt und ansonsten ist hier für die Faust ein Nipselloch, so, und da kann ich die Kanone normalerweise reinstecken. So ist es gedacht eben halt bei Brawl. Das ist der G1 Brawl, einer von meinen, staubig geworden, na egal. Aber wenn ihr diese Kanone vergleicht, hier zwischen seht ihr einen Steg mit einer Öffnung und den gibt es hier nicht beim Original G1. Das haben sie verbessert. Das finde ich auch nicht schlecht, genauso wie auch bei diesem hier. Ich werde mal den direkt daneben stellen, um einen Vergleich zu haben. Das ist aber auch nur bisher bei dem Fahrzeug gewesen. Also bei Armor Height, bei Swindle. Also mal Vergleich, das ist mein Original Swindle, mein G1 Swindle Competicon. Und hier ist Ruhebar. Ihr seht, komplett identisch, auch die Waffen. Es ist nur, hier der Sticker, der ist bedruckt und ist ein bisschen camouflagiger. Das Robbe-Logo gibt es nicht mehr, dafür ist eine gerade Platte. Hier war es ein bisschen abgesetzt. Das ist einfach,
ja, es ist schade. Und interessanterweise, hier konnte man schon damals die Waffe ranstecken. Das ging seltsamerweise nicht bei Octane. Frag mich nicht, warum. Gut, hier haben wir jetzt die Waffen. Die roten müssten zu ihm hier gehören. Zu Tor. Und dann wollen wir die mal anstecken. Nee, Quatsch, die weißen. Ich greife jetzt die weißen. Genau. Die sind hier hinten dran, unter anderem. Das war aber auch beim G1 so. Man konnte das genauso machen. Die Waffen anstecken und die Pistole, die wurde hier vorne reingeklemmt. Ich versuche es mal, ob ich es hinkriege jetzt. Die hat hier so einen Steg drin, da wird sie reingeklemmt. Sieht er jetzt perfekt ausgestattet. Natürlich rot ist eine seltsame Farbe, aber hört sich so. Und bei ihm hier hat man in die Triebwerke hinten die Kanonen reingesteckt. So. So, jetzt haben wir noch diese Kanonpistole. So, mal sehen, ob die eine Position hat zum Reinstecken. Irgendwo. Das wäre jetzt die einzige. Ich sehe gerade, man kann auch hier unter, man könnte jetzt auch diese Kanonen jetzt wohl hier unterpacken. Ich könnte die auch jetzt hier unter die Tragflächen packen. Ne, so kann man sie, man kann sie hier hinten reinstecken. Ich mache es mal bei einmal so und einmal so, damit man es sehen kann. Ich mache mal direkt auf der Seite. Wie ihr seht, man kann es zwei Variationen, wie man es ranstecken kann. So, jetzt gucke ich mal. Die Pistole kann man ja in die Hand nehmen und kann man die auch hier irgendwo ranstecken. Da sehe ich jetzt mal nichts. Interessant. Bei dem geht es nicht. Könnte sie zwar hier hinten, aber das sieht doof aus. Kann man sie irgendwo anklemmen? Ich gucke gerade, ob ich irgendwo was sehe zum Anklemmen, aber nein. Das sehe ich bei dieser Figurwaffe mal nicht. Auch hier ist kein Nipsel bei dem Waffen drauf, dass man jetzt sagen kann, das klappt irgendwo. Gut, wenn ich es rausfinde, mache ich es auf ein Foto, wenn nicht. Also in dem Sinne, das geht mal nicht irgendwie, oder? Haben wir hier was, ein Bildchen drauf. Hier sind die Waffen nur drunter, aber die andere ist nicht. Sehr lustig ist aber, dass die Waffen hier auch in Ruination richtig reingesteckt sind. Also man kann die Waffen auch hier so kombinieren. Das heißt, wenn ich den jetzt nicht brauche, kann ich die Waffe auch hier oben mit reinstecken an der Kanone. Und da hat man es. Ja. Das ist sozusagen mein... Na, bleib stehen. So, das soll es jetzt auch gewesen sein. Das war das kleine Unboxing von meiner kleinen Transformers-Lot, den ich gekauft habe. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Liked, kommentiert und ich zeige euch gleich nochmal ein paar Aufnahmen. Und ich werde ihn wahrscheinlich auch gleich einmal nochmal schön als Renation verwandeln, damit ihr sehen könnt, wie er aussieht. Also... Bis zum nächsten Mal. Stopp! Ich muss wirklich kurz stoppen, denn als ich euch den Kerl hier vorgestellt habe oder gezeigt habe, dass ich ihn ja ausgepackt habe, ja, ein paar Tage später habe ich nochmal Post von dem netten Herrn bekommen, der mir das verkauft hat. Und eigentlich davon habe ich jetzt gemerkt, ich habe die Arme vertauscht gehabt. Also Vortex oder Rotor gehört nach rechts. Oder ist der linke Arm. Aber das ist eine Kleinigkeit. Nein, der Verkäufer hat mich nochmal kontaktiert und gesagt, er hat noch was gefunden, nämlich die Anleitung und die Karten der Figuren. Und die hat er mir dann auch, ich habe jetzt nochmal 3 € bezahlt für die Versandkosten und dafür habe ich sie jetzt bekommen. Und ja gut, die drei Boxkarten geben jetzt nicht viel her, kann man ja so sagen. Hinten sind die nochmal drauf komplett.
Aber ich habe jetzt alle drei bekommen. Es steht leider auch, glaube ich, nicht mal der Name drauf. Sie haben mal 4,99 € gekostet. Preisoffensive. Ich werde den Aufkleber jetzt nicht runter machen. Oh, das ist schon witzig. Ja, der fällt schon fast ab. Und dahinter hat man dann eine Klebereste, die man nicht abkriegt. Ich lasse es erstmal. Der ist von alleine ja fast schon eben weggegangen. Wie dem auch sei, vielleicht versuche ich das zu reinigen. Auf jeden Fall gab es diese drei Sticker, Backkarten von den drei Figuren, die dabei waren, von der Karton oder die größere Karte von Mega Octane ist jetzt nicht dabei gewesen, aber dafür hat er mir nochmal die gesamten Anleitungen reingelegt. Und da haben wir jetzt hier von Movor und Rotor, das sind immer zwei in einem gewesen. Könnt ihr sehen. Und auf der Rückseite wird dann erklärt, wie Bruticus gebaut wird und wie man noch sein Schild ransteckt, wie man die Seitenwaffen noch mit benutzen kann. Also all das, was wir früher nicht hatten, ist jetzt hiermit kombiniert. Das hatte ich einmal mit Rotor. Das ist also sogar doppelt, dadurch, dass es ja bei Rotor unten beim Movor dabei war. Dann haben wir ja Rulebar und Armorhide. Und hier seht ihr dasselbe. Auch nochmal die beiden Figuren haben auch einen zusammen. Das habe ich auch noch doppelt, weil ich das mir mal, weil ich ja den Armorhide extra gekauft habe. Hinten ist das identisch. Ja, die gab es sozusagen und auch die Anleitung von Mega Octane. Och, und hinten habt ihr das identische, aber vorne ist eben halt nur Mega Octane. Und hier steht auch, wie man ihn als Base machen kann. Das ist auch so eine Sache, die ich früher nicht wusste. Man kann sie in eine Basis verwandeln, die Figuren. Also, oder die Figur. Habe ich überhaupt nicht gewusst früher. Kann man auch mit, eigentlich mit allen machen. Mit vom Menasor oder auch von Superion, von den Aerial Bots und von. Von allen eigentlich, aber ich wusste das früher nicht. War ja nicht immer bekannt. Naja, das war noch der kleine Nachtrag dazu. Und jetzt könnt ihr liken und kommentieren. Eine kleine Ergänzung zu Movor, dem Space Shuttle. Diese Farbveränderung, die ich für eine Sonnenverfärbung gehalten habe, ist so gewollt.